Herzlich willkommen bei Eschas Tarot. Wir sind bei Wochenlegungen. Wir sind in Kalenderwoche 30 beim Sternzeichen Waage. Kalenderwoche 30 beginnt am 25. und endet am 31. Juli und ist somit die letzte Juliwoche. Und dann schauen wir mal, was für die Waage. Na gut, die ist jetzt. Die ist mir beim Mischen irgendwie umgedreht. Ich glaube, die will gesehen werden. Ich lege sie jetzt einfach mal hin, der Herrscher. Und dann schauen wir mal, was für die Waage an Impulsen und Chancen in dieser letzten Juliwoche auf die Waage zukommen. So, ich hebe noch mal dreimal ab. Oder habe ich gleich zwei gegriffen? Okay, dann lege ich auch zwei hin. Wenn ich schon zwei in der Hand habe, dann soll das so sein. Okay. Was haben wir hier liegen? Der Herrscher. Der Herrscher als große Karte. Ja, und der König der Schwerter als kleine, aber gleichzeitig auch die vier Münzen. Ich glaube, hier geht es tatsächlich um so eine Art Geiz. Da wird irgendwas ganz furchtbar festgehalten und verteidigt. Und das sind tatsächlich, also gerade diese beiden Männer, das kann natürlich auch, wenn du eine weibliche Zuschauerin bist oder dich als weiblich identifizierst, kann das natürlich auch für dich zutreffen. Das sind tatsächlich Personenkarten. Muss nicht männlich oder weiblich sein. Aber hier haben wir tatsächlich irgendwas, was ganz festgehalten wird und auch verteidigt wird. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was das ist. Auch die vier Münzen, das ist auch etwas, also was du da festhältst, da. Du hast vorher schon dafür gekämpft. Da ist irgendwie Mühe drin gewesen. Da ist Arbeit drin gewesen und das möchtest du jetzt verteidigen. Und das ist, der Herrscher ist ja auch so eine Karte, die so dieses Feeling mitbringt. Der König über Ländereien. Er muss da klug entscheiden. Er muss vielleicht auch zu Gericht treten und er muss sich da um alles kümmern. Und das ist aber auch seins. Der König der Schwerter ist ebenfalls so eine Karte. Also die sind da sehr verwandt miteinander. Ich lege noch mal ein paar Karten dazu, weil ich daraus nicht richtig schlau werde. Und schau mal, dass wir so ein bisschen ins Detail gehen bei der Waage. Bitte denkt dran, dass es eine allgemeine Legung ist. Die kann natürlich nicht auf alle Menschen zutreffen. Es wäre gut, wenn man sich selber noch mal überlegt, was könnte das in meinem Leben sein? Und da sind Karten rausgefallen. Wie nehmen wir? Okay, die Liebenden und die sieben Kelche. Ja, und ich würde tatsächlich sagen, es geht hier um eine Entscheidung. Und du möchtest die aber nicht treffen. Du hältst an einer Seite fest. Da geht es um etwas, woran du glaubst. Und ich bin mir nicht sicher, es kann sein, dass dieser Glaube, an dem du festhältst, an dem du unbedingt festhältst, dass der aber auch nicht ganz richtig ist. Aber du willst, dass der richtig ist. Es ist schwierig zu sagen, in welchem Bereich das in deinem Leben ist. Es kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass du den Partner nicht realistisch einschätzt, dass du sagst, mein Mann, meine Frau ist besser, als die anderen mir sagen und ich halte daran fest, das ist ein guter Mensch, aber der behandelt dich nicht gut. Und du möchtest aber die Augen davor verschließen und siehst nur die guten Sachen, auch wenn eine ganze Menge schlechter Dinge da im Raum stehen. Es kann aber auch eine Weltanschauung sein, die so nicht okay ist. Die kommt jetzt langsam ins Wanken. Weltanschauungen sind ja so unterschiedlich wie die Menschen selber und auch so vielfältig. Und da wäre tatsächlich jetzt die Aufgabe in dieser Kalenderwoche, sich selber zu hinterfragen. Gibt es etwas, an dem ich wirklich Stein und Bein festhalte? Ich weiß, dass so Sachen wie Impfungen und Corona und solche Sachen, die sind, das ist wirklich hochgradig gefährliches Potenzial, darüber zu reden. Und darüber haben sich ganze Familien zerstritten. Aber geht das vielleicht auch bei dir in diese Richtung, dass du da an einem Glauben festhältst? Oder es kann auch was völlig anderes sein. Das kann sein, alles Mögliche von, wie gehe ich mit meinem Haustier um, Ernährung, Kindererziehung, alles. Wie gesagt, hinterfrage dich selber, du wirst irgendwas finden. Und da diese Ansicht, dieser Glaube, den verteidigst du so übermäßig. Ich würde jetzt sagen, fast übermäßig, weil das sind so eine Kampfkarten und so eine Festhaltekarten. Aber jetzt kommt das ins Wanken.
Also hier die Liebenden sind in dieser Legung, sind eine Entscheidungskarte. Also das heißt, irgendwie, vielleicht haben sich bei dir im Unterbewusstsein schon Zweifel eingeschlichen, dass das, woran du so doll festhältst und wofür du gekämpft hast, dass das vielleicht so nicht stimmt. Das kann sein. Und gleichzeitig haben wir hier diese Karte, das ist so eine, ja, wach aus deiner Traumwelt aus. Im Himmel ist nicht Jahrmarkt. Das Leben ist kein Ponyhof, auch wenn wir uns das oft genug einreden. Es geht hier um realistisch sehen. Im Grunde genommen müssen diese Wolken weg und diese prall gefüllten Kelche, die sind Illusion. Das stimmt so nicht. Diese prall gefüllten Kelche, würde ich jetzt tatsächlich sagen, das sind Scheinargumente für das, woran du so stark glaubst. Und da musst du mal schauen, da würde ich tatsächlich jeden einzelnen Kelch einmal umdrehen, reinschauen und gucken, was kommt da wieder rein in den Kelch. Also tatsächlich musst du mal wirklich schauen, was da so an deiner Weltanschauung vielleicht nicht so ganz mit der Realität zusammenhängt. Wie gesagt, das kann alles Mögliche sein und ich kenne euch alle ja nicht persönlich, deswegen können wir das nicht zusammen aufdröseln. Und es ist sowieso immer ganz gut, wenn man das für sich selber mal klar kriegt und das selber einmal überdenkt und einmal wirklich den Gedanken zulässt, was ist denn meine Weltanschauung oder meine Sicht der Dinge zu einem bestimmten Thema, wenn das vielleicht nicht ganz so stimmt, wie ich denke. Ja, ich glaube, das ist die Aufgabe, eine sehr schwere Aufgabe für diese Woche. Ob ihr sie annehmt, ist immer eure eigene Entscheidung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen.